Ein Spiel von wahrlich nationaler Bedeutung zog die Handballfans der Region am Sonntag in die Schulsporthalle nach Ispringen. Im Rahmen des 125-jährigen Bestehens des TV Ispringen spielte die U19 Handballnationalmannschaft gegen die erste Herrenmannschaft des Ispringer Vereins. Und die schlugen sich wacker. Die U19 staunte nicht schlecht, als der Ispringer Mannschaft gleich in der ersten Minute der erste Treffer durch die Nummer 88 Lukas Kunz gelang. Spannend ging es weiter. Die Kontrahenten lieferten sich ein packendes Spiel. Die Gastgeber gaben alles, unterlagen jedoch in der ersten Halbzeit gegen das Nationalteam mit 9:19 Punkten. Dennoch ist Trainer Lothar Johann stolz auf seine Jungs. Der Spaßfaktor stand im Vordergrund. Ich glaube, meine Spieler haben sich auch sehr gut verkauft. Und einige Kabinettstückchen hat man ja gesehen, dass es gute Nationalspieler sind. Und die Zuschauer waren begeistert. Die U19 Handball-Nationalmannschaft bereitet sich zurzeit auf die WM in Ungarn im August vor. Die Stippvisite in Ispringen war für Trainer Christian Schwarzer ein willkommenes Training kurz vor zwei noch anstehenden Länderspielen gegen Dänemark. Ja, wir haben auf jeden Fall Spaß gehabt. Ich denke, die Zuschauer auch. Wir konnten einige Dinge ausprobieren. Insofern war das Ganze in Ordnung. Wir nutzen solche Dinge dann eben auch unter Wettkampfbedingungen zu trainieren. Das konnten wir heute gut machen und deshalb haben wir das Spiel heute gemacht. Auch in der zweiten Halbzeit fieberten die Zuschauer mit ihren Ispringern mit. Das Ziel der Mannschaft rund um Trainer Lothar Johann, gegen die U19 zumindest weniger als 40 Treffer einzustecken, ging auf. Das Spiel endete mit 20:39 für die Nationalmannschaft. Wir haben uns eigentlich gar nicht vorbereitet. Wir haben zweimal trainiert, haben locker ein bisschen gespielt. Ich sehe das auch als Rundenabschluss. Und in 14 Tagen beginnt dann die neue Runde und dann wird es ein bisschen heftiger. Doch vorerst wird richtig gefeiert. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens des TV Ispringen lädt der Verein vom 5. bis 7. Juli unter dem Motto »Bleib fit, mach mit« zum großen Festwochenende auf dem Gelände beim Sportplatz ein. Die Besucher dürfen sich unter anderem auf Party pur und einen Familientag am Sonntag freuen.